Guten Morgen! Heute gibt es ein kleines Rätsel. Es handelt sich um eine Frucht, die ziemlich einzigartig ist, die ich bis dato nicht kannte. Und ich bin gespannt, ob einer von euch diese Frucht auch kennt. Ich habe wurde eingeladen von Ming, um halt diese Frucht zu testen und wie sie schmeckt und wie sie zu schälen ist und so weiter. Das seht ihr jetzt gleich in dem Video. Und ich bin gespannt, ob einer von euch tatsächlich die Lösung kennt. Auf geht's! Es läuft. Okay. Aber ohne den Finger davor. Warum so nah? Das geht euch gar nicht. Ich habe noch Melone im Bart. Aber darum soll es nicht gehen, denn ich habe hier eine neue Frucht, die mir hier die Min kredenzt hat. So sieht die aus, wenn die noch nicht geschält ist. Und sie verrät mir nicht, was sie ist. Ich muss erst kosten. Die habe ich dann sozusagen jetzt hier geschält. Und dann sieht die so aus. Große Preisfrage jetzt, weiß einer von euch, was das ist? Ganz schön unscharf, aber ja. Ganz schön unscharf. Ja, und ich weiß nicht, was es ist und ich werde es kosten. Total gespannt. Das soll der Trend sein ab nächsten Jahr in Deutschland. Und die kann man aber auch so essen. Ja, okay. Also hat man nicht reingebissen und das fühlt sich schon sehr, sehr pelzig an draußen. Also so, als würde wie. Ja, so Giftpilze, so ein bisschen. Erinnern Sie ein bisschen an Erdnüsse. Die Konsistenz ist ein bisschen so zäh. In der Mitte ist ein, weiß ich nicht, Samen wahrscheinlich. Was denn? Den mitessen, das ist gerade wichtig. Okay, Entschuldigung. Der ist nämlich extrem wichtig. Das ist der hier. Oh, der ist süß. Okay, ganz wichtig, den mitzuessen. Und ja, also, jetzt kam die große Auflösung. Wie heißt das, was ich gegessen habe? Du sollst doch erraten. Ja, wie soll ich raten? Ich habe man kennt das nicht. Schmeckt halt wie eine bittere Erdnuss. Ist sehr sättigend. Auf jeden Fall mega interessant. Weil sehr, sehr exotisch irgendwie ist. Aber überhaupt nicht süß. Okay, Auflösung kommt später. Ich mach raus. Ja, das war sozusagen ja, das Video und ich weiß mittlerweile die Lösung. Ich möchte es aber nicht im Video sagen, sondern ich möchte einfach ja, unten euch die Möglichkeit geben, ein bisschen zu diskutieren und auch ein bisschen ja zu raten. Weil ich habe auch ganz schön noch geraten, bis dann Ming mir das dann freundlicherweise doch irgendwann erzählt hat. Und ich werde es auf jeden Fall auflösen. In den Kommentaren, wahrscheinlich dann morgen oder so. Oder vielleicht übermorgen. Oder vielleicht in einem Jahr. Es kommt auf jeden Fall irgendwann eine Lösung. Aber vielleicht habt ihr es ja selber schon erraten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, bis morgen. Tschüss.